Herzlich willkommen zu Urknall, Weltall und das Leben. Asteroiden, darum wird es heute gehen. Und natürlich haben wir unseren kompetentesten Mann in dieser Frage aufgeboten, den Christian Köberl. Der hat, ich glaube, fast 500 wissenschaftliche Publikationen zur planetaren Geologie und zur Impactforschung veröffentlicht. Also, da kann man getrost von einer Koryphäe sprechen. Ich denke, da führt weltweit kein Weg an ihm vorbei. Das ist, als würde Hartmut über Kernfusion reden. Also einfach toll. Vielleicht an dieser Stelle, wenn Sie es mir erlauben, ein Dank an unser Team. Ein Dank, dass wir einfach so tolle Leute haben, die kernkompetent zu diesen Themen hier was erzählen. Mir macht das Riesenspaß, das muss ich ehrlich sagen. Also freuen Sie sich mit mir gemeinsam auf einen Beitrag in der Reihe Planetare Geologie. Von Christian Köberl zu Asteroiden. So, willkommen zum nächsten Teil der Vorlesung über planetare Geologie. Nachdem wir nun schon die Planeten und Monde des Sonnensystems durchbesprochen haben, kommen jetzt die Kleinkörper dran. Hier handelt es sich um eine Vielzahl von unterschiedlichen Objekten im Sonnensystem, die an verschiedenen Bereichen des Sonnensystems besonders häufig vorkommen, zum Beispiel die Asteroiden im Asteroidengürtel oder die Kometen im äußeren Bereich des Sonnensystems, dann aber auch dort die sogenannten Kuipergürtel-Objekte. Nun, wir beginnen zuerst mit einem Überblick über die Entfernung der verschiedenen Objekte und auch deren Spektralcharakteristiken und Reflexionsfarben. Hier haben wir die Sonne, der Abstand von der Sonne in astronomischen Einheiten, immer in Multiplikationen, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 und so weiter. Im inneren Bereich des Sonnensystems haben wir die Asteroiden oder Kleinplaneten, die hauptsächlich zwischen Mars und Jupiter um die Sonne kreisen. Dann gibt es bei mehreren Planeten auch sogenannte Trojaner, vor allem beim Jupiter, die sich in derselben Bahn wie ein Planet befinden, aber entweder vorher oder nachher in dieser Bahn sind. Dann zwischen den äußeren Planeten findet man die sogenannten Zentauren, aber auch Kometen, die aus dem äußeren Bereich des Sonnensystems Richtung inneres Sonnensystem kommen. Weiter draußen, außerhalb der Neptunbahn hauptsächlich dann, in der Gegend, wo der Pluto ist, dann die sogenannten Kuipergürtelobjekte und viel, viel weiter draußen gibt es dann noch diese Wolke, aus denen die Kometen stammen, die sogenannte Oortsche Wolke. Fangen wir mal an mit den Kleinplaneten, auch Asteroiden genannt. Der erste Asteroid ist die Ceres, 1801 in der Neujahrsnacht entdeckt durch Giuseppe Piazzi. Piazzi war Professor für Mathematik und aber auch Astronom, der erste Direktor der Sternwarte von Palermo. Er ist hier in diesem Gemälde zu sehen. In diesem Bild hier ist auch dieser Kleinplanet, die Ceres, zu sehen. Das war der erste Kleinplanet, es sind viele, viele weitere danach gefolgt. Die ersten paar Jahre einige wenige, aber dann im Laufe des 19. Jahrhunderts noch sehr viel mehr Kleinplaneten, sodass man heute mit verschiedenen Methoden, auch Raumschiffen, durch Musterungen, die Bahnen von über einer Million Kleinplaneten kennt. Wenn man diese Bahnen aufträgt, sozusagen als Schnappschuss, dann sieht man, dass die meisten dieser Objekte, hier haben wir die Erdbahn, hier hätten wir die Marsbahn, hier die Jupiterbahn, dass sich die meisten dieser Objekte eben zwischen Mars und Jupiter im Sonnensystem befinden. Und dann gibt es noch, wie gesagt, einige, die in der Bahn, ungefähr in der Bahn des Jupiter liegen und sozusagen mit dem Jupiter mitgehen. Die sind so vor und nach dem Jupiter in der Bahn, das sind die Trojaner. Wenn man von der Seite auf diese Bahnen draufschaut, auch wieder hier ein Schnappschuss, dann sieht man hier die Ebene der Ekliptik, also die Erdbahnebene, gezeigt. Und die Asteroiden halten sich auch ungefähr an diese Bahn, an diese Ebene. Und das heißt eigentlich, dass sie auch mit dem Sonnennebel aus diesem Diskus wahrscheinlich entstanden sind.
Man kann auch schon vorherschicken. Die Asteroiden werden auch oft als die Überreste aus der Entstehungszeit des Sonnensystems genannt, weil durch die Gezeitenwechselwirkung, Schwerkrafteinwirkung des Jupiter, die kleinen Körper dort nicht zu einem größeren Planeten zusammengefunden haben. Das ist sozusagen, man kann sagen, der kosmische Schotter oder Überrest aus der Entstehungszeit des Sonnensystems. Und wir wissen ja schon, dass die zerbrochenen kleinen Stücke von Asteroiden, die miteinander kollidiert sind, die dann ins innere Sonnensystem kommen, auf die Erde stürzen können und als Meteorite hier landen, dass diese Meteorite Zeitzeugen der Entstehung des Sonnensystems sind. Also diese Asteroiden, die sehr vielfältig sind, haben durchaus eine sehr große wissenschaftliche Bedeutung. Der Name Asteroid ist 1802, also knapp nach der Entdeckung der ersten beiden Kleinplaneten. Der erste war, wie schon erwähnt, Ceres, zweite war dann Pallas, durch Olbers entdeckt. Dieser Name stammt von Sir William Herschel, dem Entdecker des Uranus, der es zusammengesetzt hat aus einem Wort, das heißt sowas wie sternenähnlich und eine Sternenform habend, weil sie eben sehr kleine Objekte sind, auch mit großen Teleskopen von der Erde aus nicht auflösbar. Es gibt viele Namen für Kleinplaneten, Asteroiden, im Deutschen sagt man gerne eben wie gesagt Kleinplanet, Asteroid ist auch im Englischen ein Name. Im Englischen Kleinplanet, Minor Planet, also ein, nicht ganz ein Planet. Und wenn sie noch kleiner sind, wenn sie zum Beispiel dann auch die Erdbahn kreuzen können, dann nennt man sie manchmal Meteoroid. Die Definitionen sind hier nicht ganz klar. Manche sagen, dass Objekte, die kleiner sind als 50 Meter, als Meteoroide zu bezeichnen sind. Andere sagen dann, dass es sich um 20 Meter große Objekte handelt. Also dieser Unterschied ist noch nicht ganz genau ausgearbeitet. Aber im Prinzip weiß man, um welche Art von Objekten es sich handelt. Es sind meistens gesteins- oder eisenreiche Objekte, nicht unbedingt eisreiche Objekte, wie zum Beispiel eben die Kometen oder im äußeren Sonnensystem sind. Eine Art Familienporträt, eine Zeichnung allerdings, der verschiedenen größeren Kleinplaneten. Hier haben wir natürlich Ceres, hier hätten wir Vesta, hier hätten wir den zweiten Kleinplaneten Pallas. Man muss auch darauf hinweisen, diese Kleinplaneten, die haben alle erstens einmal Nummern, und viele davon auch Namen. Und die Nummer ist einfach der Reihenfolge der Entdeckung nach. Also der erste Kleinplanet, der entdeckt wurde, ist Ceres, also 1 Ceres, dann 2 Pallas, dann haben wir hier zum Beispiel 4 Vesta, das war der vierte Kleinplanet, entdeckt wurde. Und so weiter geht es dann dahin, 7 Iris, 433 Eros. Und viele der Namen dieser Kleinplaneten, die dann auch gegeben wurden, stammen einerseits aus verschiedenen griechischen Mythologien, dann aber auch aus verschiedenen Ländern, die Namen von Personen, von Heiligen, von und so weiter und so weiter. Also es gibt zum Beispiel auch einen Kleinplaneten mit dem Namen Vienna. Es gibt einen Kleinplaneten, der heißt Lutetia, das ist Paris auf Lateinisch. Also es gibt hier viele, viele verschiedene. Und nachdem man immer mehr und mehr solche Kleinplaneten entdeckt hat, dann hat man sehr viele und sehr hohe Nummern dann auch schon, dazu gleich noch. Aber was ich hier noch gerne zeigen möchte, ist, nicht nur die Formen der Kleinplaneten variieren, nur die ganz großen, die sind so halbwegs sphärisch, aber auch nicht so ganz, also nicht einmal Ceres ist ganz sphärisch, obwohl dieses Objekt ungefähr knapp 1000 Kilometer im Durchmesser ist. Schon Pallas oder Vesta sind eben nicht unbedingt sehr sphärisch. Und dann gibt es durchaus sehr langgestreckte, kartoffelähnliche Objekte, also sehr unregelmäßige Formen. Aber nicht nur das, sondern auch große Unterschiede in den Farben und in der Reflexionshelligkeit, also Albedo. Zum Beispiel Vesta, dieser Kleinplanet, ist sehr hell. Auch dieser und dieser sind relativ hell. Dafür sind andere durchaus dunkelgrau, manche sind rötlich. Also das deutet schon auf unterschiedliche
Gesteinsformationen bzw. unterschiedliche Reflexionsverhalten hin. Wir kommen zu den Spektren dann noch getrennt. Aber noch einmal zurück auch zu den Namen. Also es war immer ein Recht des Entdeckers eines Kleinplaneten, diesem Kleinplaneten auch einen Namen zu geben. Am Anfang war das, wie gesagt, kein Problem. Da hatte man noch genug Namen aus den Mythologien von Ländern und Orten, die man verwendet hat. Später hat man dann andere Personen auch damit sogar geehrt. Lustigerweise gibt es sogar einen Kleinplaneten, der meinen Namen trägt. Das ist die Nummer 15.963, also jetzt nicht ein besonders großer oder ein besonders spannender Asteroid, aber ein ganz typischer Kleinplanet, der im Asteroidengürtel sich befindet, ungefähr 2,8 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt. Man kann nicht nur diesen, sondern praktisch alle Kleinplaneten, die bekannte Bahnen haben, auf einer Webseite der NASA, ssd.jpl.nasa.gov, ansehen. Dort sind die Geschichten auch woher die Namen kommen und wer die Kleinplaneten entdeckt haben, mit dabei. Das heißt, das ist sozusagen eine Ehrung, die man dann auf diese Art und Weise heute bekommen kann, weil die Namen der Mythologien und Götter und Heiligen schon längst ausgegangen sind. Es gibt aber auch eine Anzahl an für uns vielleicht besonders interessanten Kleinplaneten. Das sind jene, die der Erde auch sehr nahe kommen können. Man nennt sie dann auch die Near-Earth-Objects oder Near-Earth-Asteroids. Und da gibt es verschiedene Untergruppen. Es gibt zum Beispiel die sogenannten Apollo-Asteroiden. Das sind solche, die die Erdbahn kreuzen und die eben Bahnen haben, die sehr ähnlich der Erdbahn sind. Dann gibt es die der Aten-Asteroiden. Die haben besonders kleine, also die kommen der Sonne näher. Die Apollo-Asteroiden haben Bahnen, die etwas größer sind als die Erdbahn, während die Aten-Asteroiden haben zumindest ein Perihel, das innerhalb der Erdbahn liegt. Und dann gibt es noch die Amor-Asteroiden, die kommen der Erde nur nahe, kreuzen aber die Erdbahn jetzt nicht, können aber aufgrund von Störungen in Zukunft in eine der anderen Arten evolvieren. Und dann gibt es noch einige ganz wenige Asteroiden, die sogar innerhalb der Erdbahn um die Sonne kreisen und daher der Erde auch nahe kommen können. Hier ist so ein Überblicksbild, das bei weitem nicht alle, aber einige der Bahnen von Erdbahnkreuzenden und solchen, die der Erdbahn nahe kommen, Kleinplaneten zeigen. Hier haben wir die Merkurbahn, die Venusbahn, die Erdbahn eben besonders hervorgehoben. Da ist die Marsbahn zu sehen. Also da sieht man schon, dass es da draußen eine ganze Menge an Objekten gibt, die der Erde durchaus nahe und, wie wir dann in einer späteren Vorlesung noch sehen werden, durchaus auch gefährlich werden können. Einer der Asteroiden mit einem sehr, sehr kleinen Orbit befindet sich im Perihel sogar innerhalb noch der Merkurbahn und kommt in seinem Abhehl der Sonne relativ nahe. Mittlerweile hat man einige wenige, aber das ist wirklich nur eine Handvoll solcher kleiner Asteroiden, die in sehr engen Bahnen um die Sonne gehen, gefunden. Die Asteroidenbahnen können, wenn sich die Kleinplaneten irgendwo in die Nähe von größeren Planeten bewegen, durchaus mit der Zeit auch verändern. Und so haben wir zum Beispiel hier eine Bahn, die aus einem ganz normalen Asteroiden kommt, der im Asteroidengürtel ist, der irgendwann einmal dann gestört wird, in eine andere Bahn übergeht, eine instabile Bahn, die dann der Erdbahn nahe kommen können. Auf diese Art und Weise werden übrigens viele der Erdbahn kreuzenden Kleinplaneten, die im inneren Sonnensystem dann teilweise auch durch Aufschlag auf einem anderen Himmelskörper, Erde, Venus, Mond und so weiter, verloren gehen, durch den Asteroidengürtel wieder nachgefüllt werden. Es gibt also immer viele, viele tausende Kleinplaneten, die sich auf solchen erdbahnkreuzenden Bahnen befinden. Die Verteilung der Bahnen der Kleinplaneten im Sonnensystem, hauptsächlich im Asteroidengürtel, ist nicht
völlig unregelmäßig, sondern es gibt bestimmte Zonen, wo mehr Asteroiden vorhanden sind und wo weniger Asteroiden vorhanden sind. Hier ist die große Halbachse aufgezeichnet, der Entfernung von der Sonne gegenüber die Bahnneigung. Und da sieht man, da gibt es also manche sogar Gruppen von Asteroiden, die hier zusammengehören, zum Beispiel die sogenannte Hungaria-Gruppe, die befinden sich da alle in einer bestimmten Bahnneigung und in einer ziemlich definierten Entfernung von der Sonne, auch die Coronis-Gruppe oder die Flora-Gruppe. Das hat damit zu tun, dass manchmal Asteroiden miteinander kollidieren und dann eine Zeit lang die Trümmer dieser Asteroiden, das sind dann kleinere Asteroiden, sich in den ähnlichen Bahnen befinden. Auch was man hier sieht und relativ deutlich sieht, ich habe schon in einer früheren Vorlesung darauf hingewiesen, durch die Gezeitenstörungen des Jupiter gibt es bestimmte Zonen, wo relativ wenige Kleinplaneten sich befinden. Das sind die sogenannten Resonanzen. Das sind 2:1 Resonanzen oder 3:1 Resonanzen zwischen der Bahn des Kleinplaneten und der Bahn des Jupiter. Durch die Kollisionen werden die Kleinplaneten mit der Zeit, aber es gibt so viele davon, dass das kein Problem ist, aber werden manche davon halt immer kleiner. Und diese kleineren Objekte, die nennt man dann, je nachdem, wo man die Grenze zieht, bei 50 Meter oder bei 20 Meter im Durchmesser, als Meteoroide bezeichnet. Und was dieses Diagramm eigentlich zeigen soll, ist, dass wenn ich den Durchmesser so eines Objektes gegen die Anzahl der Objekte auftrage, je kleiner, desto mehr Objekte gibt es. Das ist natürlich auch eine Herausforderung für die Astronomen und vor allem für die, die aufpassen sollen, ob irgendein Kleinplanet der Erde nahe kommt und vielleicht aufschlagen kann, weil es natürlich nicht so einfach ist, hier mehrere zig Zehntausende Kleinplaneten auch dauernd zu verfolgen. Und je kleiner sie sind, desto schwieriger sind sie auch zu entdecken. Und wir kennen zwar die meisten Kleinplaneten, die größer sind als, sagen wir, ein halber Kilometer im Durchmesser, da kennen wir wahrscheinlich fast alle davon, aber von denen, die kleiner sind, da kennen wir noch nicht alle davon und das wird noch eine Weile dauern. Und je kleiner dann die Objekte werden, desto weniger wissen wir, es gibt immer mehr und mehr davon. Asteroiden rotieren natürlich auch um ihre eigenen Achsen. Sie können sogar, wenn sie elongiert sind, so kartoffelförmig sind, um zwei verschiedene Achsen rotieren. Aber die Hauptrotationsachse wäre hier zum Beispiel aufgezeichnet gegen, also die Periode, wie schnell rotieren sie pro Tag, also ein Zehntel Rotation, eine Rotation, 10 Rotationen, 100 Rotationen pro Tag. Und die Größe der Asteroiden, da zeigt sich, dass ab einer bestimmten Größe rotieren die einfach nicht viel schneller als ungefähr 10 Mal pro Tag. Hat auch natürlich auch den Grund, weil sie dann vielleicht auch auseinanderbrechen würden. Und nur bei einigen kleineren Objekten, die so unter 100 Meter im Durchmesser sind, hat man schnellere Rotationen auch noch nachgewiesen. Die Form von Asteroiden kann man einerseits durch Beobachtungen, durch die Lichtkurve, also wie ändert sich das Licht, versuchen abzuleiten, andererseits natürlich durch direkte Beobachtungen, beispielsweise von Raumsonden, aber auch von der Erde aus durch Radarmessungen. Hier ein Beispiel eines relativ kleinen Asteroiden, ungefähr ein halber Kilometer im Durchmesser, mit Radardaten von dem Arecibo Radioteleskop in Puerto Rico, das uns schon mehrere Male untergekommen ist. Es handelt sich um das Radioteleskop, mit dem man zum Beispiel auch die Rotationsgeschwindigkeit von Merkur und Venus gemessen hat. Und damit kann man auch hochauflösend die Form und die unregelmäßige Form in diesem Fall, das schaut fast aus wie irgendein Zahn hier, von Asteroiden messen. Nun, Asteroiden reflektieren auch das Sonnenlicht in den Weltraum zurück und je nach der Zusammensetzung der Gesteine, wie viel Kohlenstoff gibt es zum Beispiel an der Oberfläche oder handelt es sich um Plagioklasminerale, die sehr gut reflektieren oder andere Basalte, die weniger wieder reflektieren, also hier gibt es verschiedene Sachen. Es gibt hier dieses
Klassen, Einteilung E, C, M und so weiter. Und die Albedo, die geht bis in manchen Fällen 60% oder sogar noch mehr hinauf, aber viele Asteroiden haben nur 10% oder sogar unter 10% des Lichtes reflektieren sie wieder in den Weltraum zurück. Wir kennen das ja auch schon vom Erdmond, wo die hellen Hochländer ungefähr 10% des Sonnenlichtes zurückreflektieren, die dunklen Mare aber nur ungefähr 5% des Sonnenlichtes in den Weltraum zurückreflektieren. So kann man also auch die Kleinplaneten nach ihrem Albedo einteilen. Man kann aber auch die Spektren aufnehmen und da sieht man, dass sich diese Kleinplaneten, zum Beispiel der C-Typ oder der S-Typ oder der D-Typ, durchaus unterscheiden, vor allem wenn man dann in den infraroten Bereich hineingeht. Da sieht man beispielsweise, dass diese D-Typ-Asteroiden, die im sichtbaren Bereich alle ähnlich reflektieren, also ähnliches Albedo haben, aber im infraroten Bereich auf einmal doppelt so hell erscheinen als zum Beispiel die C-Typ-Asteroiden. Also sie erscheinen daher auch etwas rötlich in der Farbe. Wir haben das schon in einer früheren Zeichnung auch gesehen. Da gibt es die weißen, die grauen, die rötlichen Asteroiden, die unterschiedlich reflektieren. Und so kann man also auch noch viel mehr Unterteilungen machen. Hier ein Beispiel der Asteroidencharakterisierung nach der Albedo und dem Spektraltyp. Ich will jetzt hier auch nicht in die Details gehen, möchte aber zumindest anmerken, dass manche dieser Asteroidentypen und von ihrem Reflexionsspektrum aus auch mit bestimmten Meteoritentypen in Korrelation gebracht werden können. Sehr bekannt ist, dass die Typen der Eukrite, die Meteoriten der Eukrite, Hauardite und Diogenite, dass die vom Asteroiden Vesta kommen, weil man hier ganz klar eine Korrelation gesehen hat zwischen den Spektraltypen und dem genauen Spektralverhalten der Asteroiden verglichen mit den Meteoriten. Und so kann man auch einige andere Asteroidenarten, die Kolligenchondrite, die gewöhnlichen Chondrite, Aubrite, aber bestimmte Eisenmeteorite auch, die wieder das Metallische etwas rötlich reflektieren, kann man bestimmten Asteroidenarten zuordnen. Wir wissen ja eben, dass die Asteroiden die Quelle für die Meteorite auf der Erde sind. Asteroiden wurden auch im Laufe der Zeit von einigen Raumschiffen besucht. Hier eine Zusammenstellung von frühen Besuchen im ersten Teil des 21. Jahrhunderts, wo einige und Ende des 20. Jahrhunderts, wo einige Asteroiden besucht wurden von verschiedenen Raumschiffen, zum Beispiel die Asteroiden 433 Eros oder 951 Gaspar oder 243 Ida, 243 Mathilde wurden eventuell von dem Fall von Galileo oder von den Near-Raumschiffen besucht. Also hier gibt es verschiedene. Der Asteroid Anne Frank wurde von der Stardust-Mission auf dem Weg zu einem Kometen besucht. Itokawa, da gab es eine japanische Mission, die mittlerweile wiederbelebt wurde und Proben zur Erde sogar zurückbringen soll. In letzter Zeit gibt es auch die Osiris-Rex-Mission, die zu einem Asteroiden namens Bennu geflogen ist und von dort Proben zurückbringen soll, also eine NASA-Mission. Also es gibt verschiedene. Viele dieser Missionen haben auch Fotos von den Asteroiden gemacht. Das waren aber alles, mit einer Ausnahme eigentlich, alles Vorbeiflüge, die nur auf dem Weg zum Jupiter oder zum Weg zum Kometen Bilder gemacht haben. Aber sehr schöne Aufnahmen hier. Diese Ausnahme, das ist das Near-Raumschiff, das den Asteroiden 433 Eros, ein erdbahnkreuzender Asteroid, besucht hat. Man sieht diese sehr unregelmäßige Form des Asteroiden, viele, viele Krater, also die Spuren von Kollisionen von kleineren und größeren Asteroiden untereinander. Und dieses Raumschiff war das erste, das auf einem Asteroiden gelandet ist, nämlich hier, wo dieser Pfeil anzeigt. Dann ist das Raumschiff auch verstummt von der Oberfläche aus. Hier der Asteroid auf der linken Seite, der Asteroid Itokawa, der vom japanischen Hayabusa-Raumschiff besucht wurde, sieht etwas anders aus, ist ein kleinerer Asteroid,
nur einige hundert Meter im Durchmesser. Hier fehlen die charakteristischen Einschlagskrater. Man hat dieses Objekt wie eine fliegende Sandbank bezeichnet. Von dort sollen jetzt auch Proben zur Erde zurückkommen. Der Asteroid Steins wurde manchmal mit einer Diamantenform verglichen. Wenn man den Kontrast entsprechend verbessert, dann sieht man, dass auch dieses Objekt, das immerhin 5 Kilometer im Durchmesser ist, durchaus auch größere und kleinere Krater an der Oberfläche hat. Und so kann man zum Beispiel ein nettes Familienporträt verschiedener Kleinplaneten zusammenstellen. Hier eben der größte, das ist die Lutetia, mit einem längeren Durchmesser von ungefähr 130 Kilometer, aber auch nicht so klein, Mathilde, über 60 Kilometer im Durchmesser, knapp 60 Kilometer lang ist Ida, Eros mit 33 Kilometer. Also es wurden schon eine ganze Menge solcher Asteroiden fotografiert von Raumschiffen, auch einige wenige Kometenkerne sind hier zu sehen, dazu kommen wir dann noch später separat. Hier eine andere Zusammenstellung von Objekten, der zweitgrößte Asteroid, der besucht wurde, Vesta wurde besucht, das ist jener. Und dann gibt es noch Ceres. Hier ist der Erdmond, hier ist Ceres, hier ist Vesta zu sehen. Und die kleineren, Lutetia war im vorigen Bild, dieser große Asteroid. Und da sieht man, im Vergleich zur Vesta ist auch Lutetia nicht besonders groß. Die sind alle sehr unregelmäßig geformt. Hier haben wir Mathilde, geringerer Dichte, Ida mit dem kleinen Mond, Dactyl, Eros, Gaspra und so weiter hier zu sehen. Die erste Mission, die in einer Umlaufbahn um einen Asteroiden gegangen ist, das ist die Raumsonde Dawn, eine amerikanische Mission, die 2007 gestartet ist, dann beim Mars vorbeigeflogen ist, sich Schwung geholt hat, bei der Vesta im September 2011 angekommen ist, dort ein knappes Jahr lang in der Umlaufbahn um Vesta Fotos und Analysen gemacht hat und dann weitergeflogen ist mit einem Ionentriebwerk zur Ceres, dort 2015 angekommen ist und dort eine Zeit lang noch Messungen gemacht hat. Die primäre Mission war dann einige Monate später vorbei, aber die Sonde hat noch ein bisschen länger Daten geschickt. Und das war die erste Sonde, die spezifisch die Asteroiden, in dem Fall eben die größten Asteroiden, untersucht hat. Hier noch einmal auch dieser Größenvergleich, also hier im Vesta, Ceres und der Erdmond. Vesta und Ceres im Größenvergleich. Hier sieht man Vesta aus zwei verschiedenen Richtungen. Sieht man auch diese großen Einschlagsgebiete hier. Die Vesta, das ist jener Asteroid, von dem man mit ziemlich großer Sicherheit annehmen kann, dass die Akondrite der eukritischen Serie, also Eukrite, Hauartite und Diogenite, von dort kommen. Hat dann auch die Ceres besucht, einen Weiterflug, und da gibt es diese sehr interessanten Fotos. Da gibt es in einem Krater so helle Flecken, die man auch hier in Farbe ganz gut sehen kann. Es hat sich dann herausgestellt, das sind Salzablagerungen, und im Inneren von Ceres gibt es vielleicht auch Zonen, wo etwas mehr Wasser vorhanden ist, und wenn das an die Oberfläche kommt und dann eintrocknet mit dem Salz, dann hat es diese hochreflektierenden Ablagerungen. Größere Asteroiden sind also in ihrem Inneren nicht einheitlich, sondern können durchaus differenziert sein. Das heißt, es gibt einen Kern, einen Mantel und eine Kruste. Das wäre ein undifferenzierter Asteroid. Aus dem kann dann durch Hitze aufschmelzen ein differenzierter Asteroid werden. Da hätten wir also zum Beispiel einen eisenreichen Kern. Manche der Eisenmeteorite, aber nicht alle, kommen aus den Kernen von solchen Kleinplaneten. Und wenn die dann durch Kollisionen aufgebrochen werden, zerbrochen sind, dann kann zum Beispiel eben ein Teil des inneren Mantels oder aber auch des Eisenkerns exponiert sein. Das wäre zum Beispiel die Quelle für Eisenmeteorite oder hier für Steineisenmeteorite. Also diese Mischung aus Gestein und Metall, wie es zum Beispiel die Pallasite oder die sogenannten Mesositerite sind, Typen von Meteoriten. Und dann hätten wir hier basaltische Meteorite. So könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass Vesta so ähnlich aussieht.
Und dass also hier die einzelnen Meteoritenarten aus den verschiedenen Tiefen ursprünglich des Asteroiden kommen. Diese Aufschmelzprozesse, die sind alle im frühen Sonnensystem passiert, ganz am Anfang der Entwicklung des Sonnensystems. Denn dann, damals gab es genug Wärmequellen, einerseits durch die radioaktive Aufheizung, also radioaktiver Zerfall von kurzlebigen Isotopen, wie zum Beispiel Aluminium-26, das eine Halbwertszeit von nicht einmal 1 Million Jahre ungefähr hat, hat dazu geführt, dass Asteroiden aufgeheizt werden konnten, aber auch elektromagnetische Induktion durch die viel stärkeren Magnetfelder im frühen Sonnensystem werden hier als Möglichkeiten angesehen. Das heißt, diese Aufschmelzprozesse, die sind alle vor 4,5 Milliarden Jahren passiert und auch die Basalte und die unter Anführungszeichen vulkanischen Gesteine, die dadurch gebildet wurden, die sind alle ungefähr 4,5 Milliarden Jahre alt und man kennt eigentlich auf den Asteroiden keine geologische Aktivität, die rezenter ist. Nun, solche Asteroiden, die können dann, einerseits bilden sie sich natürlich durch Impact, werden langsam immer größer und größer, aber ein größerer Körper kann das dann wieder zertrümmern. Es ist dann aber auch möglich, dass diese Trümmer dann eigentlich eine längere Zeit beieinander bleiben. Wir kennen einige Asteroiden, die haben eine so geringe Dichte, dass sie vermutlich, man bezeichnet das im Englischen als Rubble Pile, also eine Art Schotterhaufen, fliegender Schotterhaufen darstellen und die packen sich dann ein bisschen wieder zusammen, aber dann brechen sie irgendwann doch wieder auseinander. Und das ist eben die Quelle unserer Meteorite, die wir auf der Erde finden.